Hallo liebe Schwestern und Brüder und herzlich willkommen zum Bericht vom Brett. Heute mal mit Woodcraft, ein weiteres Spiel von Delicious Games, a.k.a. Wladimir Suchisuki. Wobei ich gehört habe, der Ross Arnold, von dem war die Spielidee und er hat es dann nur mit ihm zusammen rund gemacht oder was auch immer. Also kein reines Wladimir-Spiel. Ja, Experte, ja, ist überspitzt, würde ich sagen. Es hat die Vertracktheit von Praga Capodregni und die Niedlichkeit von Everdell. Ja, aber ist ein bisschen weit hergeholt. Ja, 12 plus, keine Ahnung. Also um das wirklich zu spielen, ist das ein typisches Spiel, wo 14 plus, würde ich sagen, draufsteht. 1-4 Spieler, solo schaffe ich es mittlerweile, wenn ich ganz viel denke, in einer Stunde. Ja. Und für mich schon, also erstens, ich würde es mit einer 8,5 bei mir einsteigen lassen, abwarten, wie es sich entwickelt. Und auch wenn es nicht viel gemeinsam hat mit Praga Capodregni, außer dass es hier auch eben einen Aktionsrat gibt, das aber natürlich auch wieder anders ist, bin ich jetzt schon sicher, eins der beiden Spiele wird dann bei mir fliegen. Ja, Praga habe ich auch, habe ich nur kein Video zu gemacht. Fangen wir nochmal direkt an. Aufbau. Man ballert sich das Rad hin, wie ist ja klar, weil das muss man ja lesen können, was da drauf steht. Dann ist einem freigestellt, ob man die Aktionsplättchen ins erste, zweite, dritte oder vierte Viertel packt. Empfohlen ist das hier. Ich habe schon alles ausprobiert, habe aber nicht gut aufgepasst. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so einen harten Unterschied macht. Gut, es gibt andere Boni früher dann. Aber es wird schon seinen Sinn haben, warum das so empfohlen ist. Ich schätze, das ist schon eben die netteste Aufbauvariante. Ja. Das Rad dreht man dann auf das Ende des nächsten Viertels. Man würfelt die Würfel, die ihr hier seht, ist farblich drunter abgebildet und packt sie dorthin. Das sind die Würfel, die man kaufen kann. Jeder Spieler kriegt so ein Tableau, packt ein Steinchen hier auf den, ich glaube, Marketing-Track schimpft sich das. Kann man am Rundenende immer Geld abgeben, um Siegpunkte zu kaufen. Nüsse, Siegpunkte, Blaubeeren, Geld. Man startet mit diesen Würfeln, da lässt sich auch nichts ändern. Das ist das Holz, mit dem man arbeiten kann, das sich aber auch einpflanzen lässt. Also ich nehme eine Stange Holz, pflanze die ein und dann kommt ein Baum raus. Ja, ein Glück ist mir Thematik scheißegal. Man könnte sagen, das sind, egal. Ja, die Würfelfarbe bestimmt, wie wertvoll ein Würfel an sich ist. Das ist da oben auch abgebildet, wenn man sie kauft oder verkauft. Ein grüner ist halt das Wert, was draufsteht, also 3. Ein gelber ist 2, also der ist jetzt 2 wert, weil 2 draufsteht. Plus 1, also 3. Und die Bauern sind die wertvollsten. Augenzahl plus 2, also ist der 3 wert. Du hast dazu ja restliche Markierungssteinchen, nimmt man sich. Man kriegt 12 Startgeld, eine Laterne. Jetzt liegen hier schon 3 weniger, weil man zieht von den Assistenten, da legt man hier 4 hin. Da gibt es einmal die Stand, also die ersten, die man hat. Ja, das kennt man auch aus Wladimir-Spielen. Und in der Mitte vom Spiel switcht man den ganzen Stapel, da gibt es halt teurere und bessere Karten, dasselbe für die Standardaufträge. Man zieht 3 von denen, behält einen, legt ihn dann gleich aufs erste Feld und muss ihn aber auch bezahlen. Dafür hat man dann hier nette Fähigkeiten, da kommen wir später zu. Ja, hier ist der Track oder die Ablage für Werkzeuge. Ich wollte eigentlich nicht zu detailliert erklären, aber mal gucken, vielleicht wird es das doch. Dann bekommt man noch so eine Startsäge oder Sägeblatt, nicht zu verwechseln mit diesen Dingern, die dann das sind die Sägeblätter, das Sägeplättchen oder umgekehrt, whatever. Dann bekommt man schon mal dieses aufgedruckte Teil. Witzigerweise gibt es hier, ich habe irgendwann festgestellt, warum es vielleicht doch Sinn macht. Ne? Hier sind die Sachen schon aufgedruckt, man hat aber Plättchen zum drauf, also weil man die umdrehen muss, deswegen macht es Sinn. Und den Baum würde man nicht umdrehen und deswegen haben sie da auch kein Plättchen für gemacht. Dann bekommt man noch eine Laterne und auch schon eigentlich alle Dinge, kann man auch später aus dem Vorrat nehmen, die man hier so bauen kann. So, 3 Assistenten, einen aussuchen, Rest abschmeißen. Dann bekommt man 5 Standardaufträge, 2 behalten, 2 abschmeißen und dann gibt es hier diese... Wie heißen die eigentlich?
Keine Ahnung. Aber es sind die Aufträge, die einen, wenn man sie erfüllt, diese öffentlichen Aufträge erfüllen lässt, wenn man das möchte. Kommen wir dann aber auch noch zu. Ja, da gibt es halt einen kleinen Stapel, schön mischen, zwei ziehen, da muss man die zwei, die man kriegt, auch einfach nehmen. Das heißt, man startet mit 4 Aufträgen, wovon man dann auch einen schon direkt hier auslegen muss. Und alle Aufträge haben oben, hier ist halt nichts, wie hier ist auch nichts. Ansonsten haben sie dieselben Sachen drauf. Hier ist die 3, wie man hier an dem Brett sieht, und da muss man sie dann auch hinlegen. Also der käme hier hin, wenn ich ihn ausspielen würde. Der hier hin. Und wie gesagt, das sind diese Aufträge, die man hat ja nur die Wahl am Ende. Entweder man besetzt so einen Special-Auftrag. Sollte in derselben Runde keiner dazukommen, gehört einem die Karte auch, macht extra Punkte am Spielende. Hier eine ganz simple 12 Siegpunkte. Hier gibt es 3 Siegpunkte pro Säge oder hier Ausbau, den man hat. Also 18 Punkte drin. Und hier gibt es nochmal entsprechend, wie weit man es hier geschafft hat. Deswegen würde ich sagen, sehr beliebt. Hier kriegt man Punkte, da kriegt man Punkte. Wenn man es denn schafft, ja, wie viele Schritte man da geschafft hat. Oder eben, man nimmt 5 Siegpunkte. Das war hiergegen eigentlich wenig. Aber vielleicht ist es schon besetzt, vielleicht hat man nicht da so viele Punkte, oder man braucht dringend die 5 Geld, dann nimmt man die 5 Geld. Davon hat man ja auch nur 2 Aufträge, das heißt, man kann maximal auch nur 2 davon erfüllen. Hiervon legt man übrigens so viel aus wie Spieler mitspielen plus 1. Also ein Solo- und Zweierspiel dasselbe. Also bis auf, dass ich jetzt keinen zweiten Spieler aufgebaut habe und dass die Botsteine hier nochmal zur Markierung sind, also das Einzige, was man für den Bot hier macht. Den bewegen, und wenn man das erreicht, wird nämlich zufällig, ich würfel das aus, eine von dieser Karten vom Bot besetzt. Das heißt, im Solospiel hat man auch noch das dringende Bedürfnis, das eventuell vorher zu schaffen, wenn man davon was will. Juti. Ja, die Aufträge oben hatte ich schon. Siegpunkte leiste. Der sieht da unten auch nicht schon ganz schön geschoben aus, okay. Ja, Qualität vom Spiel, ja, wie bei Delicious Games, ne? Prager ging eigentlich, wobei ich weiß, die Karten waren auch nicht so dick, aber die Karten gehen für mich gar nicht. Die Token, obwohl sie, glaube ich, so dick sind wie diese Sachen, finde ich auf jeden Fall okay noch. Die Bretter sind mir eigentlich zu dünn, aber da bin ich auch echt penibel. Also, da könnte sein, dass andere Leute sich nicht über die Sachen hier beschweren. Aber ich schätze schon immer die Karten, da sind wir uns einig. Aber naja. Ist ja auch nicht das teuerste Spiel. Aber ich dachte, weil Pegasus auch auf der Schachtel steht, wäre die Qualität halt etwas besser. Also man legt noch 3 Plättchen, hat man von denen. 2 hier hin. Die haben für 4, nee, auch für 3 Spieler ist es nochmal special. Dann steht halt drauf, für wie viele Spieler. Wenn man das erreicht, im Ein- und Zwei-Spieler-Spiel gibt es nur die mittlere Belohnung und auch nur für den ersten, der drauf geht. Es gilt wieder die Regel, es sei denn, in derselben Runde kommt einer drauf. Ja, und für 3, achso, das ist dann hier. Achso, es gibt so 2 Belohnungen, die wird es dann wohl alle geben. Ja, mehr Spieler gucke ich mir nicht an, die Regeln, ne? Dann gibt es hier das niedliche Eichhörnchen mit der kleinen Erinnerung. Also erstens, man ist Startspieler, der wechselt auch das ganze Spiel nicht. Der Nachteil vom Startspieler ist dafür, sollte es einen Gleichstand am Ende geben, hat der Startspieler verloren. Und dass er eben den Rundentracker, der ist hier bewegt. Da sieht man hier schön, man spielt 14 Runden. Hier gibt es jeweils eine Einkommensphase. Auch wieder ein bisschen, kenne ich doch aus Underwater Cities. und das macht es schwierig. Weil die Regeln an sich sind für so ein Spiel, finde ich, schlank und ziemlich gerade ausgeschrieben. Es gibt eigentlich nur ganz wenig so extra Kleinigkeiten, die nicht so logisch sind oder wo man sich halt merken muss, dass das so ist. Kommen wir vielleicht noch zu, aber nee, Regeln ist schuppi. Deswegen, man kommt schnell rein. Man schafft auch 70, 80 Punkte relativ locker. Aber im Solospiel sind zum Beispiel wieder 110 vorgegeben. Das muss man erstmal hinhauen, weil man erstmal auch rausfinden muss, wie zur Hölle mache ich das? Jo, wie mache ich das? Hier steht der Rundenablauf drauf. Und bis auf eine Kleinigkeit sogar auch wirklich alles, was man in seinem Zug wissen muss. Als erstes sollte man hier einen Baum gepflanzt haben. Kommen wir gleich zu. Würde der um 2 Augen zahlen,
wachsen. Man kann auch nur Einer- und Zweierwürfel pflanzen, das sage ich schon mal voraus jetzt. Dann sucht man sich ein Plättchen aus und legt es. Komm, ich nehme mal. Ist jetzt erstmal egal. In das nächste Viertel, und zwar fängt man von vorne an durchzurutschen, bis man auf ein anderes Plättchen stößt oder am Ende ist. Ja? Nächste Plättchen käme hier hin, das nächste hier. Ich kann ja das gelbe Plättchen, was ich gerade benutzt habe, oder der nächste Spieler kann es ja wieder bewegen. Dann muss man diese Spitze weiter drehen und das käme jetzt hier hin. Ja? Oder sagen wir jetzt diesen Fall, und man nimmt wieder von hier ein Plättchen. Es kommt nicht in die freie Lücke, sondern wie gesagt habe, hierhin. Gibt es einen Special-Fall? Glaub nicht. So. Jetzt sieht man auch, weil sich das bewegt hat, hat man im Inneren hier einen Bonus, 2 Siegpunkte freigeschaltet. Die bekommt man, sobald man hier ein Plättchen wegnimmt. Dasselbe ist mit dem Bonus außen. Der hier ist am Anfang abgedeckt, weil dann gibt es halt in den ersten Runden, also bis alle Plättchen aus diesem Viertel verschwunden sind, ist das gesperrt. Das ist es doch auch schon. Warum wächst Plättchen nehmen? Was haben wir denn hier für Plättchen? Dieses schöne Ding heißt, lege irgendwas auf dein Tableau, in dem du es eigentlich immer bezahlst. So, also Assistenten, immer die einfache Sache zuerst. Das heißt, nimm dir einfach eine Assistentenkarte, bezahl sie, leg sie hier hin, dann darauf achten, dass hier bekommt man. Ah, hier habe ich auch gar nicht weiter erzählt. Hier sind nämlich noch Einkommensleisten. Also, ja, das ist eine Einkommensleiste. Kriegt man halt Siegpunkte, wenn man da vorankommt. Wenn es Einkommen gibt. Oder die Blaubeerleiste, dann gibt es halt ein paar Blaubeeren, aka Geld. Das ist die Ansehensleiste. Die bestimmt, wie viele Punkte man pro erfüllten Auftrag am Spielende bekommt. Ja. Die anderen Assistenten geben nämlich dann wiederum das Einkommen hier mit Punkten. Das ist der Einzige, der auch eine Blaubeere gibt. Man muss sie angrenzend bauen. Und hier unten ist noch special, wenn man hier einen hinpflanzt, kann man 4-mal produzieren, oben rechts auf den Karten, ne, ist hier das Produzier-Icon drauf. Er würde 2 Blaubeeren machen. Deswegen wäre es ja gut, wenn man als vierte Karte, ne, also wenn man 4 hat, notgedrungen habe ich auch schon gemacht, habe ich schon mal 3 gemacht, weil ich das nicht gesehen habe, dass ich das voll kriege. Ja, und das eben würden alle 6 nochmal produzieren. Also alle würden das rausbringen, was da oben drauf steht. So, wir waren jetzt aber ja, bei Assistent schnell. Dann waren wir bei die anderen Verbesserungen. Also das, 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 das oder das. Ich könnte mir eine weitere Säge kaufen, die kostet hier 3. Wieder darauf achten, gibt wieder einen Schritt auf diesem Einkommenstrack. Genauso wie das nächste. Kostet 3 Blaubeeren. Und ab da habe ich für immer die Fähigkeit, dass, wenn ich einen 6er-Würfel kaufe, er 2 Blaubeeren weniger kostet. Kurze Reprise. Ein grüner in 6 würde 6 Geld kosten, ein schwarzer in 6 8 Geld. Und 2 sparen ist schon auch nicht schlecht. Eine zweite Säge ist sowieso nicht schlecht. Es kommt auf an, wie man spielt. Dann hier eine dritte Säge. Natürlich nacheinander kaufen. Auch wieder Einkommen. 4 Geld und 2 Schritte auf dieser Leiste. Jetzt sind alle meine Aufträge 1 Punkt wert, die ich erfüllt habe am Spielende. So. Dann gibt es hier diese Plättchen. Und die habe ich auch nicht alle gerade verteilt. Die habe ich hier aus Versehen weggeräumt. Wa? Oh. Naja, man sieht hier auch 2 Blaubeerenzahlen. Jetzt wählen zwischen einer Blaubeere und einem Siegpunkteinkommen. Hier 3 Blaubeeren dann und 2 Siegpunkteinkommen. Und was da auch abgebildet ist, ist nämlich das Plättchen. Wenn man dann irgendwann im Spiel diese Kisten hier besitzt, kann man hier einen abgeben. Jetzt könnte ich einen beliebigen Würfel um 4 Augen erhöhen, bis zu. Hier natürlich nur um 1. Dann ist dieses Plättchen aber erstmal verbraucht und wird erst wieder in der nächsten Einkommensphase zurückgedreht. Aber so kann ich Würfel manipulieren und dann ein sträflich von mir vernachlässigtes Plättchen. Es gibt Leim, die heißen nicht Plättchen, Leimsteinchen, ist ja auch egal. Ich nenne es auch, weil es gelb ist, einfach Uhu. Jedenfalls, wenn man sich das gekauft hat für 4 Blaubeeren und dann wieder, oh, man kriegt beides. Ein Einkommen für Blaubeeren, ein Einkommen für Dings. Ne, grundsätzlich
könnte man sich in den ersten Runden hier schön mit dem einen ausrüsten, wenn man dann nebenbei auch noch ans Geld dafür rankommt. Weil dann hat man hier ganz schön viele Sachen und kriegt dann halt bei Einkommen schön viel dazu. Wenn man die Grenze überschreitet, egal mit welchem, kriegt man hier ein Werkzeug. Das sind die Sachen, die man hier hinlegt. Seiner Wahl gratis. Hier gibt es auch nochmal 3 Siegpunkte extra. Na komm, wenn ich die schon habe. Hiervon muss man erstmal mindestens, man darf erstmal nur eine ersten Reihe unten bauen. Sobald man zwei nebeneinander hat, ist auch das da drüber freigeschaltet. Und hier gibt es natürlich auch einen schönen Bonus jedes Mal. Den gibt es aber nur, wenn das Werkzeug ein unterschiedliches ist. Und was mir erst später aufgefallen ist, na gut, wird man hier so ranlegen. Das hier oben sind auch nochmal Sonderplätze, wo es auch nochmal 7 Siegpunkte, 6 Siegpunkte und eine Laterne. Wenn man das schafft, ja, das ist schon schwer, finde ich. Es sei denn, man nimmt halt lauter Aufträge, wo es auch als Belohnung diese Werkzeuge gibt. Aber wir waren aber noch beim Zusammenleimen. Jetzt kann ich nämlich zwei Würfel zusammenleimen, wenn ich einen Leim abgebe. Entweder zwei gleiche Würfel, habe ich im Moment nicht. Sagen wir mal, die werden beide gelb. Dann könnte ich jetzt den abgeben, zu einer 3 in gelb zusammenleimen. Noch nicht so spektakulär, aber dieser Fall wäre viel besser. Und wenn ich jetzt einen wertvollen Würfel produzieren wollen würde, würde ich, glaube ich, die zusammennehmen, weil ich zahle das eine Ding. Es sind ungleiche Würfel. Da kriege ich nämlich schon mal 4 Siegpunkte. Und ich darf mir jetzt die Farbe von dem Viererwürfel, den ich jetzt zusammengeklebt habe, aussuchen. Würde ich natürlich braun nehmen. Aber eigentlich guckt man meistens, was brauche ich für die Aufträge und würde das entsprechend machen. Das ist, glaube ich, schon ein cooles Plättchen. Allein, weil es auch ja diese 4 Punkte, die man mal zusätzlich hier abgreifen könnte, wenn man es denn hat. Hat man ja bei Beginn nicht. Ja, und dann heißt das ja noch. Nee, kommen wir gleich zu. Die restlichen Aktionen erstmal. Ja, das ist Würfel kaufen, ne? Alle 3 Farben drauf. Kaufe bis zu 2 Würfel, die muss man aus diesem Pool kaufen. Normalerweise, wenn man irgendwas wegnimmt, wird sofort durchgerutscht und nachgelegt. Beim Würfelkauf bleibt, wird nicht nachgelegt, bis man fertig ist mit Würfel kaufen. Dann werden eben die entsprechenden Würfel, die fehlen, die Farben genommen, gewürfelt und da auch wieder hingelegt. Dieses Plättchen ist diese schönen Rohstoffe kaufen, wofür hier auch das Lager ist. Es müssen 2 verschiedene sein. Was kosten sie? Das ist da oben abgebildet. Total nett, genau, ne, wie beim Würfelkauf, hatte ich aber schon erwähnt. Oder auch Verkauf. Guckt man dahin. Man könnte 2 von diesen silbernen Sägeplättchen, nenne ich sie jetzt mal, oder das Säge und das Sägeblatt, whatever, für 2 Geld kaufen. Dann gibt es für 1 Geld 2 von den gelben Dingern, für 1 Geld 2 von den Kisten, die ich auch schon gezeigt habe. Oder für 3 Geld 3. Hey, man spart sich eine Aktion, ist zwar teurer, und man muss, wie es hier steht, 2 verschiedene Sachen kaufen. Also ne, für 4 Geld 5-mal Kleber kaufen ist nicht. So, dann haben wir dieses schöne Ding. Hier hat man die Wahl, dass man eben 2 seiner Assistenten produzieren lassen kann. Hier würde ich 2 Blaubeeren kriegen. Dann hier sieht man, hier gibt es, der ist auch teuer, so ein Sägeblatt. Also, Säge. Ich nenne es jetzt Sägeblatt. Einen 2er-Würfel würde der produzieren. Aber häufiger will man dann vielleicht doch lieber nur einen produzieren lassen. Ich hätte ja eh keine Wahl. Und das bedeutet eben dann 1er- oder 2er-Würfel einpflanzen. Entweder hat man sich diese Verbesserung wieder über dieses Plättchen vorher geholt. Die geben natürlich auch, guck mal, also gleich einen 1er-Würfel hier rein. Kostet aber auch 4 Blaubeeren. Und dann würde ich da gleich einen 1er kriegen, wenn ich es denn gekauft hätte. Also das ist teuer, aber ist nicht schlecht, weil, das seht ihr jetzt, wir machen es jetzt für den Grün. Ich darf einen 1er oder 2er in Grün jetzt hier einpflanzen. Also mehr Möglichkeiten habe ich aktuell hier nicht. Ich habe auch keinen 2er-Würfel. Ich habe ja schon erwähnt, hier gibt es die Säge. Aber beim Baum einpflanzen braucht man die Säge nicht benutzen. Ist halt so. Ich dürfte den jetzt in den 2er und einen 1er aufteilen. Ich glaube, man darf jeden Würfel ab einer 3 logischerweise teilen, aber auch nur einmal. Und man kann nur 1 oder 2 pflanzen. Ja, also würde ich eine 2 und 1 draus machen und mich jetzt entscheiden, ob ich eine 1 oder 2 reinpflanze.
Dann zurück zu dem hier. Weil hier steht plus 2, ist hier ein 1er Würfel drin und ich bin am Anfang meines Zuges, wächst er eben auf eine 3. Wäre er schon bei 2, logischerweise auf die 4. Diesen Würfel darf ich jederzeit runter bewegen. Wenn es eine 6 ist, auf eine 7 kann man ja eh nicht drehen, also 6 ist dann das Maximum, kommt er automatisch ins Lager. Und wie man sieht, das Lager ist begrenzt. Man muss aber erst ablegen am Ende seines Zuges. Also kann sich zwischendurch schön viel Würfel holen, dann Aufträge erfüllen. Dann hat man wahrscheinlich noch genug Platz. Gut, Plättchen weitermachen. Dieses schöne Plättchen heißt, nimm einen Auftrag von da oben, danach sofort nachfüllen. Und dann darf man sich noch erst überlegen, also das ist wieder sehr nett, finde ich, ob man nochmal 3 Geld bezahlt, um einen zweiten zu nehmen. Und dann gibt es noch dieses schöne Plättchen, ne, das X, alle 3 Farben drauf, heißt verkaufe einen beliebigen Würfel. Für das Doppelte vom Geld, also den für 6, der das Doppelte wäre 4 plus 1, weil er noch ein Mehrwert ist, 5. Und natürlich sieht man hier, das ist beim Kaufen, okay, aber es gibt auch für Verkaufen. Ja, ich habe ja so eine. Wenn ich einen verkaufe, kriege ich noch 2 Geld mehr. Deswegen habe ich den, glaube ich, auch genommen. Aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich so gut ist. Naja. Fürs Doppelte verkaufen. Und man könnte einen 6er Würfel, der dann eine andere Farbe haben muss, als die, die man verkauft hat, kaufen. Das sind auch schon alle grundlegenden Aktionen. Also wie gesagt, wenn das Plättchen irgendwo liegt, wo ein Bonus zu sehen ist, kriegt man den auch dazu. Den innen immer, bei jedem Plättchen. Den außen natürlich nur, wenn da ein Plättchen ist. Achso, das Einzige, was man noch wissen müsste, wenn ich das letzte hier nicht weggenommen hätte und wir so weit gekommen wären, dass es vielleicht jetzt so ausgesehen hätte, irgendwie, dann ist das Rad blockiert. Das heißt, ich kann von hier kein Plättchen, eigentlich müsste es wahrscheinlich hier liegen. Ich glaube, das ist gar nicht anders möglich. Darf es nicht weitergedreht werden, bevor sich das nicht, also es muss frei sein. Aber, jetzt kommen wir noch zu Einzelheiten hier. Man kann irgendein Plättchen nehmen, den Bonus dafür kriegen, es hinlegen und dann sagen, ja, nee, ich will, ne, hier macht Sinn, so eine blockierte Aktion machen, dann kostet ein das eine Laterne. Das steht hier. Was hier nicht steht ist, man kann auch wiederum ein Plättchen bewegen. Den Bonus müsste man auch bekommen. Und dann sagt man, ah, ich mache gar nichts, ich will nur 3 Geld, aber das ist schon echt Verzweiflungstat. Und dann steht hier nämlich noch, wenn man 3 Laternen abgibt, die muss man auch erstmal haben, kann man die Aktion eines beliebigen Plättchens ausführen, neben dem Plättchen, was man vorher schon gemacht oder nicht gemacht hat. Vielleicht nimmt man da die 3 Geld, weil man für 3 Geld einen Assistenten kaufen will. Weiß nicht. Ist jetzt ein Beispiel. Dann bewegt man dieses Plättchen aber nicht, wenn man das über die Aktion macht und kriegt auch nicht den Bonus. Denn das soll ja auch dieses graue Sägeblatt sein. Hier könnte ich mir wählen, ob ich einen braunen oder einen grünen Zweierwürfel nehme und 2 Siegpunkte. Aber es sind all dieselben Sachen, die im Spiel so vorkommen. Das waren die Plättchen. Neben dem Plättchenzug kann man auch noch, hier ist eigentlich alles abgebildet, was ihr hier seht. Da ist das Sägeblatt, hier ist dieses Plättchen, hier ist der Assistent und hier ist Auftrag erfüllen. Und all diese Sachen ist man total frei drin, wie man die in welcher Reihenfolge macht. Ich kann von so einem Plättchen die Hälfte machen, dann mache ich hier erst was, dann da. Ich finde das sehr niedlich und geil gemacht, aber auch total kopfig, muss ich ja mal zugeben. Dieses, ich hole jetzt mit das Plättchen, dann zersäge ich das, mit dem erhöhe ich das, dann mache ich das, kaboom. So, machen wir Auftrag erfüllen. Hier steht drauf, was man braucht. Ich brauchte also einen 4er in grün, einen 6er in gelb, eine Kiste, so ein gelbes Steinchen und dann könnte ich diesen Auftrag einfach jederzeit in meinem Zug erfüllen. Solange das noch hier liegt, wo es angelegt ist, gibt es auch die Belohnung, die da steht, aber nur einmal. Also eine Blaubeere. Und hier, wie gesagt, gibt es dann schöne Schritte auf dieser Leiste. Und weil es dieses Spezialplättchen ist, ne, normalerweise hier was Normales, das wäre hier hingekommen, bräuchte ich 2 braune
Dreier, ne? Wenn ich Geld hätte, würde ich mir wahrscheinlich einen Sechser kaufen, den einmal durchsägen. Fertig. Kriegt dann zwei gelbe Steinchen, vier Siegpunkte und acht Geld. Das wäre schon nice. Also man braucht definitiv mehr Aufträge als die, die man hat. Im ersten Spiel haben wir uns natürlich nur darauf konzentriert, die zu erfüllen. Waren dann häufig vor einem Einkommensphase fertig und haben halt rumgeeiert, weil wir uns nicht getraut haben, noch mehr zu nehmen. Weil bei der Einkommensphase waren dann, da kommen wir gleich zu, aber ich verrate schon mal, alle Aufträge einen runter. Kommt einer hier an, gibt er schon einen Minuspunkt, wenn man ihn erfüllt. Wenn er ganz raus wandert, zwei Minusschritte auf der Leiste. Das kann sehr, sehr wehtun. Oder eben auch, wie bei mir dann manchmal zu Null führen. Und auch am Spielende werden noch alle Aufträge, die nicht erfüllt sind, abgezogen. Das ist echt fies. Das ist eine Fiesheit in einem Spiel. Joa. Wir hatten alle Plättchen, die Sondersachen, auch genau, was ich gerne vergesse. Genauso wie man gerne vergisst, am Anfang seinen Würfel hochzudrehen. Noch häufiger vergisst man am Ende, dass man hier die Möglichkeit hat, Geld auszugeben, um hier weiterzukommen. Ne? Zwei Blaubeeren, ein Punkt. Zwei Blaubeeren, zwei Punkte. Aber man darf ja immer nur einen Schritt jede Runde machen. Es sind natürlich weniger Schritte als insgesamt Runden. Aber irgendwann, ja, am Anfang, habe ich es dann mal nicht gemacht, weil ich dachte, ja, lass dir lieber Zeit, spar das Geld für andere Dinge. War aber auch nicht so klug. Ja, ne, es gibt die üblichen Karten mit Soforteffekt. Wenn du den also kaufst, kriegst du sofort einen Fünferwürfel. Dauereffekte, gar keine Effekte. Sofort hatten wir schon. Ach, Einmaleffekte ist dann natürlich so, ne, wie man es kennt. Das hier. Ja. Zur Siegpunkte, hier habe ich schon gesagt, gibt es drei. Ja, da habe ich schon alles erklärt. Was muss man noch wissen? Nix, oder? Die Endwertung. So, sagen wir mal, ich hätte einen Auftrag, dann machen wir es einfach. Oder machen wir es so. Ja, entweder man hat zwischendurch ja lauter Punkte, beziehungsweise wir erstmal die Einkommensphase machen. Die ist hier abgedruckt, bedeutet, Aufträge wandern ein tiefer. Man muss dann auch jede Runde einen neuen Auftrag ausspielen. Das sind halt die, die man am Anfang auf der Hand hat. Die kann man sonst nicht ausspielen. Die Aufträge, die man dort erhält, muss man sofort anlegen. Ja, dann gibt es Einkommen gemäß dieser Leiste. Ne, so viel Blaubeeren, so viel Siegpunkte. Dann werden alle Plättchen zurückgedreht. Also, ne, wie gesagt, kann man nur einmal pro Abschnitt könnte man es nennen. Pro Runde ist ja nicht, wobei man könnte ja sagen, eine Runde besteht aus vier Zügen. Auch darauf achten, die ersten zwei vier Züge, die zweiten nur drei. Da wird die Zeit auch noch knapp. Plättchen zurückdrehen, dann, wie man es hier schön sieht, die zwei abwerfen, die zwei hinten abwerfen, durchrutschen, fertig. Wie gesagt, hier in der Mitte bei dem Einkommen, alle Karten weg, neue Stapel benutzen und dann wiederholt sich das nur. So, dann sind wir aber beim Spielende. Haben wir schon ein paar Punkte gemacht, dann, ich habe es mir echt so eingeprägt, wie das Spiel ist erklärt, wobei ich die Reihenfolge ein bisschen unlogisch finde, aber egal. Gucken wir als erstes, was haben wir an öffentlichen Aufträgen. Ich hätte den, drei Siegpunkte pro Sägeplättchen oder pro dem Plättchen. Ne, netterweise habe ich beim Start ja schon zwei, also sind das jetzt sechs Punkte, für die ich nichts gemacht habe. Wäre natürlich, dann wären ja schon fast die fünf Punkte gut gewesen und fünf Geld besser. Aber wenn man sich für so ein Plättchen entscheidet, hat man entweder schon mehr davon oder spielt da mehr drauf. Dann geben bis auf Laternenplättchen, die man übrig hat, alle Blaubeeren, alle so hier Gegenstände oder Sachen und alle Würfelaugen. Also das wären schon mal sechs. Also es sind ein Wert, das zählt man erstmal. Und für zehn jeweils, also das lohnt sich nicht. Also im Schnitt hatten wir dann immer ein, zwei Punkte. Oder man ist halt bei der 19 leider gestrandet. Das haut nicht rein, das ist nicht viel wert, aber es ist halt besser als nix. Ja, und als letztes gibt es, je nachdem, wo man hier gekommen ist, für alle erfüllten Aufträge, sagen wir mal standardmäßig, hätte ich nur auch meine vier gemacht hier, habe ich vier erfüllte Aufträge. Und mein Steinchen wäre hier, mal drei, sind 12 Punkte. Ich glaube, ich habe es mal auf die vier irgendwann gebracht. Und hatte sechs Aufträge, das waren 26, 24 Punkte, aber das hat mich auch nicht rausgerissen.
Ja, das war's. Meiste Punktzahl gewinnt. Bei Gleichstand, wie gesagt, der verliert der Startspieler. Ja, die übrigens Steinchen, wo hat man die eigentlich noch? Na gut, man könnte bis zu zwei eben schaffen hiervon. Ich habe sie dann manchmal auch benutzt, um ne, diese einmal pro Runde Effekte nachzuhalten. Ne? Wenn man so viele Karten hat, kann man schon mal zwischendurch vergessen, ob man die benutzt hat. Weil zum Drehen ist ja nicht viel Platz. Man könnte sie natürlich umdrehen, ist aber blöd, weil man vielleicht ja auch noch produziert. Da muss man ja auch wissen, was es da gibt. Die hatte ich auch schon erwähnt. Ja, die gibt es nur über die Aufträge. Gut, und hier gibt es mal eins. Also zwei kann man von hier kriegen. Ich glaube, es gibt auch so eine Karte, wo man schon für 7 viel kriegt, wo ich mir denke, das Spiel sagt schon, mehr als 7 schafft man in der Regel hiervon auch nicht. Die Solo-Karten sollte ich vielleicht auch nochmal zeigen. Also der Solo-Modus ist halt so kein echter Gegner, sondern nur halt jemand, der ein bisschen hier was bewegt. Außer hier ist eben das kleine Rennen, dass der Bot hier mitmacht, um diese Plättchen wegzunehmen. Ja. Der hat, glaube ich, auch nur 10 Karten. Doch, er hat nur 10 Karten im Deck. Ja, normal sind da Plättchen drauf. Dann sucht man die Plättchen auf dem Rad, bewegt sie halt zum nächsten freien gültigen Feld. Er muss immer mindestens ein Plättchen bewegen. Sonst muss man die nächste Karte ziehen. Das ist die einzige Bedingung. Ist mir noch nie passiert. Und hier sieht man, er würde eine Assistentenkarte abschmeißen. Selbes Spiel. Hier, das bedeutet, also nicht genau gucken, wie das gezeichnet ist, das bedeutet einfach, das Plättchen, das am weitesten hinten liegt, wird ein vorbewegt. Hier sieht es aus wie zwei, aber es ist nur ein. Plus, er kriegt einen auf dieser Leiste. Plättchen ablegen hier, das sind die Aufträge oben. Das finde ich auch alles ziemlich gut wiedererkennbar, die Symbole. Die letzten beiden ablegen. Total simpel. Hier wieder das Plättchen bewegen und 2 Punkte kassieren. Hier mal nur 2 Plättchen bewegen. Oh, hier haben wir noch was, was wir nicht hatten. Die letzten 3 Würfel oben in der Auslage, die man kaufen kann, ne, wo die X sind, werden neu gewürfelt und hingeschmissen. Hier direkt nur ein Plättchen, ein Punkt. Hier die anderen Würfel. Hier nochmal Plättchen 2. Also die 10 Karten spielt er auf jeden Fall. Und dann mischt man ja neu und hat noch 4 Züge. Da könnten dann hier die restlichen kommen, sodass das hier auch weg ist. Ja, falls man die Chance behalten möchte und das ein bisschen leichter machen will, würde ich sagen, im zweiten Durchgang nimmt man diese Karten raus. Aber offiziell mischt man den ganzen Stapel und guckt dann halt, welche 4 nochmal kommen. Aber das ist auch schon der ganze Bot. Wie gesagt, der bewegt mal ein paar Plättchen, das kann ja mal gut oder mal schlecht sein. Und bewegt den hier. Ach, bis auf die Kleinigkeit, deswegen habe ich es ja hier markiert. In Runde 10 und 13 hatte ich aber vorhin schon erklärt, besetzt er halt per Zufall. Kann man, wenn man es leichter machen will, auch direkt setzen. Damit der Bot einem nicht den Auftrag wegnimmt, auf den man selber scharf ist. Und wenn es der einzige ist, der einem was bringt. Schöner, simpler, netter Bot. Also sehr easy peasy Solo-Spiel. Für mich eben kleiner Minuspunkt. Ich habe ja schon gern Gegner, allerdings in diesem Spiel reicht das, glaube ich, echt so, wie es ist. That's it. Das mal so in aller Schnelle überflogen. Woodcraft, schönes Spielchen, macht Spaß, hat aber auch ein Frustrationspotenzial. Soll ich sagen, so gefühlt komme ich mit solchen Spielen dann auch so an schon meine Grenze und Wohlfühlgrenze, wo es dann aufhört, mir Spaß zu machen und zu anstrengend zu sein. Ja, während, wenn ein Kennerspiel zu niedrig ist und ich da alle Level vom Bot hintereinander weg durchspiele, dann ist mir das auch wieder zu langweilig und zu einfach. Deswegen tendiere ich schon meistens dazu, Spiele gut zu finden, die mich auch mehr fordern. Aber eigentlich will man ja die 110 Punkte auch mal erreichen, ne? Ja, also schönes, niedliches, cool gemachtes Spiel. Also kein Dice-Placer, sondern eher so ein Würfelmanipulierer, ne? Und Aufträge erfüllen. Aber die Frage ist, muss man das überhaupt? Könnte man sich vielleicht echt nur auf das Nötigste konzentrieren? Ich habe schon herausgefunden, durch viel Würfel verkaufen und natürlich vielleicht viel Pflanzen, also dass man die pusht, die Würfel, immer viel Geld rausholen. Also und so hatte ich mal meinen
hatte ich hier in den ersten Spielen immer ein Geldproblem. Dann war mein Geldproblem einmal gelöst, aber das extreme Würfelverkaufen habe ich dann auch nur einmal gemacht, weil das auch nicht so die beste Lösung ist für das Spiel, habe ich das Gefühl. Also man muss ja eigentlich jeden Zug hart planen, darauf achten, dass man, ne, schon denkt, ah, ich wollte eigentlich jetzt das kaufen, aber warte mal, das liegt da mit einem blöden Bonus. Ich will lieber diesen geilen Bonus. Ach komm, dann, oh, das Päckchen, das will ich später vielleicht auch eh noch machen. Dann mache ich jetzt erstmal das. Kann natürlich dazu führen, dass einem ein Auftrag weggenommen wird oder so ein, besser sagt hier, Aufträge da oben, ein Assistent, auf dem man scharf ist. Ich wäre sonst auch ein Fan davon, sofort das zu machen, was ich gerade als Wichtigstes ansehe. Das war's zu Woodcraft. Let's Play werde ich erstmal nicht machen, weil ich habe es endlich geschafft, über Umwege mir 11 zu holen und das wird dann wohl als nächstes hier vorkommen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wer das Spiel noch nicht kannte, hat, glaube ich, eher das ganze Video geguckt. Aber gefühlt, denke ich, das Spiel ist schon in der Szene sehr gut bekannt. Es gibt auch schon eigentlich genug Videos, die ihr euch angucken könnt. Auch nochmal für die Regeln. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.